Die Canon R6 ist eine von Canons meistverkauften Kameras und das aus gutem Grund, weil es kann Fullframe, 4K 60, alles was die Leute wollen, hat guten Autofokus zu einem guten Preispunkt. Nun kommt die R6 Mark II und sagt, dass es viele Dinge verbessert, wo die R6 vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ob das Veluxio ist und was die Kamera wirklich so auf dem Kasten hat, das finden wir in diesem Video gemeinsam raus. Viel Spaß! Hi, grüßt euch Leute, ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews sowie das hier oder auch DaVinci Resolve Tutorials. So, wenn das was ist, was dich interessiert, dann gerne liken, subscriben, abonnieren. Das hilft mir hier wirklich sehr. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Und vielen Dank auch an Canon Deutschland, die mir die R6 Mark II zur Verfügung gestellt haben. Es sei angemerkt, dass das hier ein Pre-Production-Model ist. Das heißt also, dort können sich noch Dinge final an der Kamera verändern. Und ich habe die hier jetzt verglichen mit der Canon R6 Mark I, die ich schon seit ungefähr 2 Jahren habe und die Kamera wirklich sehr, sehr mag. Und ich mache auch noch ein Review, was detailliert zur R6 Mark II ist, was auch dann auf diesem Kanal veröffentlicht wird. Also abonnieren nicht vergessen, dann wirst du dann natürlich auch benachrichtigt. So, die größte Nachfrage, die ich auf Social Media erhalten habe, da frage ich immer, was ihr Leute so sehen wollt in den Videos, war das ganze Thema Überhitzung, weil die R6 Mark I hat natürlich überhitzt in 4K 25 Frames, in 4K 60 Frames. Gab es riesengroße Diskussionen darüber, dies, das, jenes. Ich habe es mit der R6 Mark II auch getestet, habe hier ein Dummy Battery reingemacht und habe die Kamera durchgehend in 4K 25 Frames recorden lassen und habe nach 4 Stunden dann aufgehört, weil die Kamera einfach nicht zu überhitzen ging. Das war hier in Raumtemperatur bei 23 Grad ungefähr. Habe dann zwischendurch immer die Karte entleert und dann weiter recorded. Und ja, 4K 60, wenn ihr das anschaltet in der Kamera, dann kriegt ihr auch die Warnung, dass die Kamera möglicherweise sich ausschaltet, wenn es zu warm wird. Und ich habe es in denselben Konditionen dann 42 Minuten geschafft, bis die Kamera sich ausgeschaltet hat. Dann habe ich 1 Minute gewartet und dann konnte ich wieder 5 Minuten recorden. Also persönlich nehme ich nie dauerhaft in 4K 60 über 40 Minuten auf, so dass ich denke, dass das Überhitzungsproblem hier eigentlich quasi non-existent ist. Aber eben für Leute, die durchgehend in 4K 60 recorden, wäre dann wahrscheinlich immer noch über einen externen Recorder die Wahl. Aber insgesamt ist das Thema Überhitzen eigentlich fast kein Thema mehr hier in der R6 Mark II. Jetzt zu der Frage, wie ist denn die Akku-Performance? Also wenn ihr die offiziellen Canon-Akkus nutzt, habt ihr eine wirklich gute Akkulaufzeit. Bei 4K 60 bin ich knapp über 2 Stunden gekommen, was wirklich gut ist. Mit der R6 Mark I, das sind ungefähr ein Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, von 1/4 Stunde zu 20 Minuten. Also die R6 Mark I war da schon nicht schlecht, aber die R6 Mark II ist da eben noch mal effizienter geworden. Also wie gesagt, mit den offiziellen Canon-Akkus getestet. Also wirklich, wirklich gute Akkulaufzeit auf jeden Fall. Lass uns doch mal kurz kommen zu den generellen Änderungen am Body. Insgesamt ist alles eigentlich gleich geblieben, bis auf ein paar Unterschiede, die ich wirklich sehr schätze. Und zwar ist jetzt der On- und Off-Switch von der linken Seite nach rechts gewandert. Und hier auf der linken Seite haben wir nun einen Schalter, um zwischen Foto und Video ganz schnell hin und her zu switchen, was wirklich viel, viel einfacher ist, als das über das Drehrad zu machen. Das haben sie schon von der R5C so übernommen, wohingegen dort hat man ja dann das richtige Cinema-Menü aktiviert. Hier bleiben wir weiter in einem Fotomenü, also wir können quasi direkt switchen von Foto auf Video, was ziemlich cool ist, und der On- und Off-Schalter ist nun auf der rechten Seite. Ansonsten haben wir 2 SD-Karten-Slots, wieder den blöden Micro-HDMI-Port, leider immer noch keinen Timecode, und ja, alles andere ist, wie gesagt, gleich geblieben. Also insofern, gut, also finde ich sehr schön, wie das Canon hier gelöst hat. Im Menü hat sich auch noch einiges verändert. Und zwar, wenn wir jetzt auf Recording drücken, haben wir nun um den Screen so eine rote Outline sozusagen.
was es nochmal mehr symbolisiert. Das größte und beste Feature finde ich aber, dass wir hier nun False Color an Bord haben. Damit können wir natürlich sehr schnell evaluieren, wie unsere Belichtung nun wirklich aussieht. Ich finde aber, da gibt es einen kleinen Nachteil leider. Und zwar, man kann False Color eben nur aktivieren, wenn wir den Viewing Assist, also die LUT von Canon Log 3, ausschalten und auch Focus Peaking ausschalten, wenn man jetzt beispielsweise eine manuelle Cinema-Linse nutzt, so wie ich oft. Nur dann geht es anzuschalten und man kann es auch aktuell nicht zu diesem Quick-Menü hinzufügen. Also ich würde mir wünschen, wirklich Canon, bitte das noch so fixen, dass man das einfach immer an- und ausschalten kann will. So ist es wirklich sehr umständlich, False Color tatsächlich anzuschalten. Anders haben wir hier natürlich noch Pre-Recording, was cool ist. Wir haben Focus Breathing Compensation, was man auch unter Sony-Kameras jetzt hat, was aber nur mit RF-Linsen funktioniert, aber da wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben einen Anti-Flicker-Effekt. Das heißt also, wenn man jetzt wirklich das Problem hat mit flickerndem Licht, dann kann man den Shutter wirklich sehr, 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 sehr fein einstellen, was wirklich da helfen sollte. Also das ist auch ziemlich cool. Und wir haben natürlich noch RAW über HDMI. Aber dazu sage ich dann eben mehr in meinem vollen Review. Dann fürs Thema Filmen ist Rolling Shutter natürlich auch immer eine wichtige Sache und ich finde, das war schon nicht schlecht bei der R6, aber ist nochmal besser geworden an der R6 Mark II. Also wir haben deutlich weniger diesen Jello-Effekt, wenn man jetzt schnelle Bewegungen hat. Also insofern, Rolling Shutter ist sehr, sehr akzeptabel hier bei der R6 Mark II. Jetzt kommen wir doch mal zum Thema Lowlight. Also beide Kameras haben ja einen Vollformatsensor. Und deshalb war ich natürlich auch sehr interessiert, wie sich beide Kameras im Lowlight-Bereich so schlagen werden. Und wie ich auch schon in meinem R6-Review gesagt habe, ich finde, die R6 ist da schon gut. Und die R6 Mark II, also long story short, die Lowlight-Performance bei beiden Kameras ist die gleiche. Also man kann beide Kameras gut bis ISO 12800 nutzen. Darüber geht's noch, aber dann auch wirklich nur mit Noise Reduction. Also insofern, ich persönlich nutze den ISO nie so hoch. Ich bin meistens, wenn überhaupt, weiter darunter. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Sony-Kameras, die aktuellen, da natürlich nochmal ein bisschen besser sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich ISO 12800 trotzdem sehr guten Wert und mehr als genug, als was ich jetzt beispielsweise brauche. Dann natürlich noch IBIS. Canon sagt hier, der IBIS wurde verbessert und ich habe das jetzt mal getestet bei langsamen oder bei dem sogenannten Ninja Walk und habe da keine große Veränderung feststellen können. Meine aber, dass der IBIS oder also die Stabilisierung hier nochmal ein bisschen aktiver ist, ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr eingreift. So hatte ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, dieses IBIS-Wobble-Problem habe ich jetzt bei beiden nicht so wirklich sehen können, weil ich habe kein 16:35 Objektiv und dann auch nur Objektive, die halt komplett manuell sind. Also insofern kann ich wirklich sagen, dass die IBIS bei beiden Kameras eigentlich sehr, sehr gut ist und glaube, dass ihr Canon halt nochmal ein paar Sachen getweakt hat, um das weiterhin zu verbessern. Dasselbige gilt auch für den Autofokus. Der war ja bei der Canon R6 Mark I schon gut und bei der R6 Mark II habe ich wirklich hier das mit Gegenlicht getestet und habe beim Tracking eigentlich gemerkt, dass beide Kameras da wirklich sehr, sehr gut sind. Aber softwareseitig hat die R6 Mark II noch mal ein paar bessere Algorithmen, ein paar bessere Tracking-Features, weswegen ich halt auch glaube, dass die R6 Mark II dann ein bisschen besser ist und das noch mal. Aber grundsätzlich R6 Mark I trotzdem auch im Autofokus super. Also ich konnte mich immer zu 100% auf die Kamera verlassen. Verfluchte Maske ab, ich verstehe kein Wort! Ich versuche den Scheißhund seit Stunden. Ich krieg's einfach nicht hin, yo. Jesse, yo. Du brauchst Hilfe und ich weiß genau das Richtige für dich. So weit. Von was für einer Scheiße reden Sie da eigentlich, yo? Jesse, pass jetzt ganz genau auf. Hast auch du das Gefühl, dein Stoff ist einfach nicht gut genug und all deine Filme sind langweilig? Dann melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar an, wo du die krassesten Filmemacher-Tipps erhältst.
einfach unten auf den Link klicken und zum Heisenberg des Filmemachens werden. Wir sehen uns. Yo, Mr. White, haben Sie zu viele scheiß Dämpfe geraucht? Ich rede mit meinen Schülern. Okay, Jesse. Yo. Und was jetzt? Weiß noch nicht. Natürlich auch der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich die Bildqualität und ich habe ja viele Nutzer, mich selbst inkludiert, gesagt, dass die Kamera, die R6 Mark I, einen sehr warmen Color Shift irgendwie hat und es war am Anfang so und das hat Canon per Firmware schon vor mehreren Monaten gefixt und wenn ich jetzt beide Side-by-Side sozusagen angeschaut habe, habe ich da eigentlich keinen Unterschied gesehen. Also auch hier haben wir einen 6K-Sensor runterskaliert auf 4K und hier einen 5,5K-Sensor runterskaliert auf 4K. Also da in der Schärfe, bei beiden sieht es wirklich sehr detailliert und gut aus. Also das ist gut und auch so color-technisch sind beide wirklich identisch. Das Einzige, was ich wirklich immer wieder gesehen habe, ist, dass die R6 Mark II dort etwas mehr Sättigung hat. Und ich habe einfach nur Color Space Transform von Canon Log 3 auf REC 709 genutzt, also nichts anderes da in der Post. Also das sind die Bilder, die ihr dort hier seht. Und ja, also man sieht immer wieder das gleiche Muster, dass die R6 Mark II ein bisschen mehr Sättigung hat, aber ansonsten Farben sehen eigentlich absolut identisch aus an beiden Kameras. Natürlich haben wir bei beiden auch 4K 60 und das sieht auch gut aus bei beiden. Also da kann ich auch nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, weil beide haben ja einen Sensor, der bis zu 60 Frames ausliest. Also da haben wir auch das super sampled, also das sieht gut aus. Aber wir haben natürlich noch super Slow Motion und hier haben wir bei der R6 Mark II 180 Frames in Full HD, wohingegen 120 in der R6 Mark I. Und ich finde, die extra 50 Frames, die man dort kriegt, die machen wirklich einen Unterschied. Also die machen, die heben dieses Slow-Mo-Feature nochmal mehr hinaus. Beide sind in dem Bereich sehr noisy, also sehr, man sieht stark das Rauschen, finde ich, aber man kann das auf jeden Fall, wenn man Noise Reduction in Reserve hat oder so, auf jeden Fall gut beheben, sodass man das auf jeden Fall nutzen kann. Ich persönlich nutze das, habe selten Szenarien, wo ich das wirklich nutze. Aber die 180 Frames sind hier natürlich nochmal echt cool, dass man das da hat. Dann natürlich auch ein wichtiger Punkt für uns Filmemacher ist natürlich die Dynamic Range, also der Dynamikumfang. Und beide Kameras können hier intern in Canon Log 3 aufnehmen. Canon Log 2 hat ja mehr Dynamikumfang, weniger in den Highlights, aber noch mehr in den Schatten sieht man dort mehr. Und hier, wenn ich jetzt mal draußen kontrastige Aufnahmen hatte, habe ich da eigentlich wirklich keinen großen Unterschied gesehen. Aber deswegen habe ich hier im Studio Over- und Under-Exposure-Test gemacht, um wirklich zu sehen, wie kann man jetzt die Kamera nutzen und habe dann quasi bei 18% Mittelgrau das Ganze belichtet und dann immer mit der Optik 1 Stop über- und unterbelichtet, bis ich dann 5 Stops über war oder 5 Stops unter. Und beim Überbelichten kann man wirklich sagen, man kann beide Kameras bis 3 Stops überbelichten, was ich, finde ich, echt gut finde. Danach bei 4 Stops, dann verliert man dann schon wirklich Details im Gesicht und bei 5 Stops kann man es sowieso vergessen. Also insgesamt ist es ein guter Wert. In den Schatten war ich dann wirklich beeindruckt, weil beide Kameras sind da eigentlich auch sehr, sehr ähnlich, wohingegen die R6 Mark II immer mehr Farbinformationen hat. Also je weiter man unterbelichtet, desto mehr verliert die R6 an Farbinformationen und sieht dann wirklich sehr ausgewaschen aus und auch da bringt keine Sättigung hinzufügen, alles mehr das Bild. Also das Rauschen, was wir bei beiden Kameras haben, ist gleich, aber die Canon R6 tut sich wirklich besser in der Farbreproduktion, Leute, die Farben wirklich zu halten und hier wirklich bei 4 Stops unter, selbst noch mit ein bisschen Noise Reduction und ein bisschen Sharpening in Post, kann man das Bild wirklich nutzbar machen, wo ich wirklich krass schockiert war bei 4 Stops unterbelichtet. Das ging dann bei der R6 Mark I nicht mehr. Also insgesamt würde ich sagen, dass die R6 Mark II vielleicht ein Viertel bis halben Stop mehr Dynamikumfang hat. Ansonsten sind wirklich beide so im täglichen Gebrauch ist es eigentlich fast das Gleiche. Jetzt aber zu der wichtigen abschließenden Frage. Lohnt sich denn für dich das Upgrade von der R6 auf die R6 Mark II und es kommt wirklich darauf an, wie wichtig für dich diese Features sind. Nämlich das Handling hier, dass man hier schneller umswitchen kann zwischen Foto und Video, finde ich sehr genial.
Ich finde auch gut, dass man hier dauerhaft durchrecorden kann in 4K 24. Ansonsten haben wir noch ein bisschen extra mehr in Slow Motion, ein bisschen bessere Autofokus, alles ein klein bisschen besser bei der R6 Mark I. Also insofern denke ich schon, dass sich das Upgrade lohnen kann. Für mich persönlich, da ich die R6 meistens nur als C-Kamera benutze und wenn ich sie denn mal nutze für die kurzen Zwecke, ist sie eigentlich wirklich gut und zuverlässig. Deswegen werde ich vielleicht irgendwann mal in ein paar Monaten upgraden auf die R6 Mark II. Also die R6 wirklich dann damit eine perfekte Gimbal und Steadicam-Kamera, möchte ich da an der Stelle wirklich sagen. Zur Frage, soll ich mir die R6 Mark II kaufen oder dann lieber doch eine Cinema-Kamera wie R5C oder Canon C70? Und auch hier ganz klar finde ich, eine dedizierte Cinema-Kamera ist immer besser als eine Foto- oder Hybridkamera, gerade was den Workflow angeht, Timecode, Dynamikumfang, Post-Production, Codex und so weiter und so fort. Also da sehe ich schon noch, dass die C70 deutlich die Nase vorn hat, aber auch die R5C. Also insofern, wenn du wirklich ein Hybrid-Shooter bist, dann würde ich die R6 Mark II da, denke ich, sehr, sehr glücklich machen. Und wie gesagt, wenn du hauptsächlich Film machst, so wie ich jetzt, dann lohnt sich da eine dedizierte Cinema-Kamera einfach mehr. Also ich hoffe, ich konnte damit alle Fragen beantworten. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann ab damit in die Kommentare. Nicht vergessen zu abonnieren, weil es kommt noch ein dediziertes Review zur R6 Mark II. Ich nehme die jetzt auch eine Woche mit auf einen Job nach Slowenien, wo ich die wirklich nochmal in- und auswendig testen werde. Das werdet ihr dann im Review sehen. Und genau, einfach fragen und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.